Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bioshock. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben und ich habe euch gesagt, wir pausieren hier noch einmal ganz kurz vor diesem Raum. Au, habe ich das jetzt echt gemacht? Oh boy. So, Elektrohaut 2, das ist natürlich die bessere Elektrohaut. Aber... ja, wir brauchen den Wrench Locker nicht. Weil das Ding ist, Elektrohaut gibt mir, glaube ich, auch meiner Elektrofähigkeit selber den Bonus. Und wir haben jetzt Versuch 192. Wow! Jawohl, das Präparat wirkt. Die Auswirkungen der mentalen Manipulation sind verschwunden. Es gibt aber sicher Nebenwirkungen. Such den nächsten Plasmidautomaten, dann können wir die Schäden analysieren. So, das Meme des Jahrtausends ist, wir haben halt gerade keine Plasmide. Meine Plasmide sind instabil geworden, du kannst derzeit nicht darüber bestimmen, welches Plasmid ausgerüstet ist. Das heißt, die werden die ganze Zeit wechseln. Wir laufen hier gerade mit Security Bullseye rum, was halt echt nicht krass ist. So, die nächste Dosis hören wir uns irgendwo ab. Winterblast 3. Nice. Ja, ich wollte hier eigentlich durch, aber die lassen mich gerade nicht durch. Sehr schön. Tada, besiegt. So, wir werden gleich wieder die nächste Fähigkeit bekommen. So, du bist auch tot, damit ist deine Maschine auch nicht mehr unter deiner Kontrolle. Den könnten wir auch jetzt hacken. Wir könnten den auch ankaufen. Das stört mich halt übel, dass ich so viel Geld übrig habe. So, wir wollen ein paar seitliche haben. Also die sind jetzt nicht mehr so schwierig. Was? Nein, 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 wir müssen nach oben gehen. Sonst löst den Alarm aus. Wir kaufen den an. Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen zu oft gefailt mit den ganzen Sachen. So, Ziel-Dummy. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, damit erstellen wir einfach einen Rant. Genau, damit erstellen wir so einen Dummy, wie ihr sehen könnt. Ein Charakter, den alle anballern. So, könnten wir sogar machen. So, der Big Daddy da hinten nochmal. Einfach mal hier durch. So, der Dummy wurde erstellt. Wir können jetzt schnell durch. Wir wollen einfach nur zu Chongs Labor. Wir haben halt nicht mehr viel Heal. Wir bräuchten halt irgendwo so einen Automaten, wo wir endlich mal wieder ein bisschen Geld verballern können. Das wäre halt echt nützlich. Electrobolt 3. Das ist so nice. Das ist die beste Fähigkeit überhaupt. Das ballert so viel Damage rein. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich über alles. So. Wir brauchen irgendwo schnell einen kleinen Automaten. Ein bisschen da. El Banditos, amigos. So. Hacken. Wir können ankaufen. Brauchen wir aber nicht. Brauchen wir nicht. Wir werden das jetzt hinbekommen. So, erstmal hier prüfen, ob wir hier lang können. Können wir. Okay. Das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Nachricht. Dann müssen wir hier hoch. Und jetzt nur noch welche finden, die nach oben gehen. Dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Ein... bräuchten noch ein. Fertig. Oh mein Gott. Endlich hat Hacken mal wieder funktioniert. Also, wir wollten Schrot ein bisschen holen. Wir haben halt echt gar nichts mehr. Paar MG-Patronen. Und paar Pistolenkugeln. So, kommt noch irgendwas raus? Nö. Okay. So. Ist ja ein richtiges kleines Monster, das Fontaine da ausgegraben hat. Wenn sie spricht, was so gut wie nie vorkommt, tut sie das mit einem schweren, ätzenden Akzent. Ihre Haare sind verdreckt und den senfbeschmierten Pullover trägt sie anscheinend jeden Tag. Aber eins muss sie Frank lassen, diese Osteuropäerin, diese Tenenbaum ist wie ein ungeschliffener Diamant. Keine Ausbildung, keine Erfahrung, aber wenn man sie vor eine Gensequenz setzt, kann sie damit umgehen wie Mozart mit dem Cembalo. Ich muss ehrlich gesagt sagen und mir selber zugestehen, ich weiß nicht, was ein Cembalo ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es einfach ein Musikinstrument ist, vielleicht so eine Art Cello an sich. Also, die Wörter sind ja auch ziemlich ähnlich, keine Ahnung, vielleicht ist das etwas in der Richtung. Aber Mozart hat eigentlich,
kein Cello gespielt, oder? Hm. Ich kann's nicht sagen, Leute, was er alles gespielt hat und was nicht. Aber ich denke mal, es ist ein Musikinstrument. Das würde halt eigentlich Sinn machen. Ups, weil sonst würde diese Anekdote halt keinen Sinn machen. So. Abfackeln 3. Das sieht auch ziemlich nice aus, dass die Hand so wirklich so verändert ist. Ich war so wütend, als ich hier angekommen bin, aber mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung. Hier sind überall Bewaffnete. Ich habe eine Frau gesehen, die fliehen wollte und über den Zaun geklettert ist. Einer von Ryans Wachleuten hat nur auf sie gezeigt und sie ist in Flammen aufgegangen. Einfach so. Was geht hier vor sich? Einfach so. Wir haben rein zufällig genau diese Fähigkeit, von der sie spricht, abfackeln. Und... Ah! Komm schon. Als ob. Oh boy. Wir haben eigentlich nicht mehr viel, was wir hier machen können. Also wir müssen halt... Yo, was ist das denn? Da kann ich halt nicht mal was gegen machen. Ich hätte hier beim Start schon nach oben gehen müssen. Oh Mann, manchmal ist das echt nervig, weil man halt nicht weiß, wohin. So, hier kann man aber lang. Wenigstens ein bisschen was. So, dann einmal hier. Abgeschlossen. Puh. So langsam. Oh mein Gott, und dann kann ich mir es nicht mal mehr leisten, weil ich alles vorhin ausgegeben habe für Munition. Für stumpfe Munition. Ah, fuck. So, Hypnotize Big Daddy. Das ist cool. Wenn wir halt auch einen Big Daddy und so haben. Ohne Big Daddy wird es nicht so nice. Wir brauchen nur ein bisschen Mann. Ach, da ist sogar ein Big Daddy. Ja, aber wir wollen den eigentlich normal besiegen. Das Ding ist, ich glaube, ich kann es mir nicht leisten, einen Big Daddy gerade zu bekämpfen. Also nicht mit einem. Ich würde vorschlagen, wir besiegen den. Aber ich brauche vorher noch ein Medipack wenigstens. Ein Verbandskasten. So. Big Daddy an sich eigentlich keine große Leistung mehr, nachdem wir schon unsere Waffen haben, die wir hier gerade ausgewählt haben. Das bedeutet, hier eine Munition. Insektenschwarm, oh mein Gott. So, Insektenschwarm an sich auch starke Fähigkeit. So, besiegen wir ganz schnell. Okay. So, wir müssen einmal nur kurz wechseln. Aua. Was für kommt zurück? Ich kann gerade nicht. Der Big Daddy haut halt übel rein gerade. Und ich habe gar nichts mehr. Könnte ich mal endlich meine Fähigkeit bekommen? Das stresst halt übel. So. Okay, zwei Schüsse noch. Aber ich brauche auch noch einen, dann bin ich auch tot. Ein Schuss, dann bin ich tot. Nice, ich habe ihn noch besiegt. Ich habe ihn noch besiegt, Leute. Holy shit. Oh mein Gott, wir haben es wirklich geschafft mit so wenig Leben. So, ich weiß gerade nicht, wie viel Geld ich habe. What? Nein. Hä? Wir müssen ihn nochmal retten, weil meine Fähigkeit sich gerade getriggert hat und gewechselt hat. Lustig wäre, wenn das jetzt schon als zweite gezählt hätte. Danke. So viel wie Geld habe ich denn jetzt? Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Fuck. Warum laufe ich da denn auch rein? Aber gut. Ist jetzt nicht wirklich Schaden gewesen. Nice, endlich wieder ein paar Verbandskästen. Jetzt können wir auch wieder vernünftig spielen. So, Cyclone Trap war, glaube ich, die Fähigkeit. Wir können eine Trap auf dem Boden erstellen. Ich finde halt, diese Fähigkeiten sehen so nice aus. Ich mag wirklich, dass die Hand wirklich auch komplett anders aussieht. Ja, dass sie vorne einmal alles einsammeln. Ups, nein, ich wollte Cyclone Trap gerade zeigen. Das macht auf dem Boden eine kleine Trap, wo Gegner dann, glaube ich, gefangen werden. So. Security Bullseye. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. So, da vorne haben wir Leute, die alles aufgehängt haben. Wir bräuchten jetzt nur irgendwie Security-Dings oder so. So, das können wir noch hacken. Warum sind momentan alle Hack-Dinger übel schwierig?
Bitte lass das nicht auch so schwierig sein. So, wir müssen hier jetzt einen seitlichen machen, dann einen nach oben. Ja gut, der ging jetzt halbwegs klar. Wir brauchen halt noch einen seitlichen, den finden wir gerade nicht. Wo ist der? Oh mein Gott, ich dachte gerade, es gibt kein... Ups. Einfach den falschen genommen. So. Ach ja, dann wollen wir natürlich auch heilen für 10. Oh, wie viele Leute es hier gibt. Okay, das können wir tatsächlich nicht machen. Das können wir tatsächlich nicht machen. Wir müssen ihn zerstören. Weil wir haben ja gerade keinen Elektrobolt mehr, können also nicht mehr hacken einfach aus der Nähe. So, Winterblast bringt anscheinend gar nichts. Als ob ich hier nicht durchkomme. Holy shit. Okay, kleinen Moment. Wir müssen irgendwie ein bisschen Distanz schaffen zuallererst. Wo seid ihr? Na? Das Ding ist, kann jetzt auch keine Fähigkeiten oder so auswählen, um irgendwas dagegen zu tun. Zieldummy. Okay, wenn ich den hier vorne hinstelle, werden die den fokussen. Und ich kann ganz einfach ihn hier erledigen. Da bist du. Hab ich dich. So. Irgendwo ist noch eine. Da! Hallo! So. Ich glaube tatsächlich, diese Masken bei denen helfen auch gegen Headshots. Kann das? So, das haben wir auch. Bolzen. Ups. Okay, der hatte nichts mehr. Gut. Dann können wir im Endeffekt hier vorne jetzt noch nachschauen. Upsasa. Electro-Ball 3, yes! Und jetzt können wir meine Maschine hacken. Aber ich glaube tatsächlich, sobald wir hier am Gatherer's Garden sind, kriegen wir eh alles wieder. Ach so, nee. Du musst mit dem zurechtkommen, was du hast. Das geht tatsächlich nicht. Um reinzukommen, habe ich einen der Schlägertypen am Tor bestochen. Es ist schrecklich hier. Rechts von mir liegt eine tote Frau auf der Straße. Alle gehen einfach an ihr vorbei, als ob sie gar nicht da wäre. Aber ich habe überall diese hingesprühte Parole gesehen. Atlas lebt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber irgendetwas sagt mir, dass es den Leuten wichtig ist. So, wir müssen technisch auf den Big Daddy warten, Leute. Das heißt, hier gibt es noch eine Little Sister, die ich retten muss. Und das würde ich auch wieder gerne tun, damit wir auch am Ende des Spiels ein... etwas anderes Ending bekommen. Ich hoffe natürlich, dass das auch alles klappt. So. Was brauchen wir denn? Wir brauchen ionischen Schrot. Haben keine anderen Granaten mehr. Ich schau mal ganz kurz, wie viel Geld haben wir denn? 180. Das würde eigentlich ausreichen, wenn wir ganz schnell nochmal was hacken. Dass wir vorne ein bisschen was erhalten. Ja. Splittergranaten sollten ausreichen. So, der holt sich da seine Little Sister ja ab. Die kommt ja jetzt auch raus. Hoffe ich mal. Kommt die? Ja, die muss kommen. Komm schon. Als ob die nicht... Ja, 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 die kommt. Sehr schön. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob tatsächlich... Ah, ich habe noch 9 Panzerbrechende. Die sind jetzt nicht wirklich stark. So. Okay. Jetzt brauche ich nur noch die hier. Die müssen alle sitzen. Am besten wirklich alle. So. Immer schön vorsichtig. Hypnotize Big Daddy haben wir erhalten. Das können wir halt nicht wirklich gebrauchen. Aber wir haben... Oh mein Gott, wir haben den noch nicht besiegt. Wir haben den noch nicht besiegt. Ganz knapp. Puh. Hello. Oh nein, Mr. Bubbles. So, nächste Little Sister befreit. Damit haben wir schon wieder alle in diesem Level befreit. Ich liebe das, das ist so schön. So. Was kann ich schon für die Kleinen tun? Ich bin beschmutzt durch meine Sünden. Aber du, vielleicht kannst du ihnen eine Zukunft eröffnen, die ich gar nicht erwähnen kann. Eine Kleine ist mit einem Geschenk auf dem Weg. Sei bitte vorsichtig.
Also ich glaube nicht, dass wir vor... Oh, doch. So, 200 Adam, produktiver Erfinder. Sehr nützlich am Rohstoffarm. Als produktiver können sie wertlosen Ramsch in wertvolle Gegenstände verwandeln. Das klingt doch eigentlich ganz gut, aber ich glaube, wir brauchen die anderen Sachen hier halt genauso. Ach. Obwohl, wenn sie ein Objekt erfinden... Ach so, nur erfinden, okay. Ja, dann ist erstmal egal. Dann lagern wir das erstmal in der Gendatenbank. Mehr brauchen wir dann erstmal nicht. Also, wir würden halt im U-Invent mehr Sachen erfinden können, aber so selten wie wir am U-Invent sind, ist eigentlich besser, die Sachen, die wir gerade haben, das Cracken und Hacken und sonst alles zu nutzen. Bitte nicht noch so ein Ding. Holy shit, man muss das halt tanken. Darauf habe ich eigentlich recht wenig Bock. So, aber an das hier kommt man eigentlich ran. Haha, hab ich dich. So, hier vorne soll es doch eigentlich möglich sein, endlich mal eins zu nutzen. Ups, das habe ich jetzt schon fast auf abgeschlossen gedrückt. Was nicht so abgefuckt ist. Okay, es ist wieder abgefuckt. Müssen wieder zur Seite. Dann müssen wir irgendwie hier wieder nach unten. Falscher nach unten, ups. Dann müssen wir hier nach unten, dann zur Seite, dann zur Seite. Nein, 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 der Falsche. Oh mein Gott. Fuck. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, wie konnte ich das failen? Wie konnte ich das failen? Ich hatte es doch schon. Oh Mann. Ich rette mich ganz kurz hier hinten irgendwo. Wir müssen das gleich nochmal versuchen zu hacken. Upsasa. Da, 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 da. Wir müssen hier raus. Komm schon. Dankeschön. Okay, wir versuchen das nochmal. So, hier vorne ist ein bisschen Alkohol, ein bisschen Old Whiskey, damit wir wieder Full Life sind. Und wir haben schon wieder... Mann! Schon wieder kein einziges Medipack. Also langsam wird es kritisch. Aber ich brauche ständig Mist. Also der größte Mist, den ich hier gebaut habe, ist tatsächlich dank diesen ganzen Stationen hier entstanden. So. Ja, nice. Ja, nice. Was will ich denn hier jetzt machen? Wir können das hier machen. So. Dann kriegen wir Schaden. Ich brauche aber genau diese Maschine. Oh Mann. Das ist echt schlimm. So. Aber wir haben tatsächlich nicht mehr mit Lex zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber letzten Part gab es echt null Probleme. Und diesen Part gibt es eigentlich auch keine Probleme. Kein Nennenswert auf jeden Fall. Und das ist halt super duper nice. So, wir können hier vorne jetzt eine Cyclone Trap machen. Hier vorne auch eine. Und da vorne auch eine. So. Jetzt können wir anfangen, ein bisschen was zu sammeln. Wir sollten eigentlich überall Medipacks gleich rumliegen. Also ein paar wenigstens. So, dass wir wenigstens wieder ein bisschen was haben. Wir haben halt echt gar nichts mehr. So, da vorne läuft jetzt eine Cyclone Trap. Woo! Und kommt in die nächste, oder? Ah, schade. Das wäre halt echt nice, wenn er noch in die nächste reingefallen wäre. So. Lustig wäre, wenn wir uns selber damit hochschleudern könnten und dann halt so nice Glitches, Tricks und so machen könnten. Security Bullseye, das brauche ich momentan halt nicht. Ah, ein bisschen was Leiche. Also ich finde es halt sehr innovativ, auch dass sie das eingesetzt haben, dass das überhaupt ein bisschen rumswappt. Weil dadurch, dass es die ganze Zeit rumswappt, haben wir jetzt die Möglichkeit, alle Spells mal ein bisschen auszuprobieren. Das finde ich halt sehr, sehr innovativ und cool. Wir haben keine Munition mehr. Hallo? So. Hier vorne. Bisschen was Schrot. Aber halt leider kein Leben. Da! Wir haben eine Verbandskasten von ihr tatsächlich sogar bekommen. Winterblast. Also wir bräuchten halt da hinten auch wieder die Maschine. So. Als ob ich da durchkomme. Aber wir könnten das hier hacken. Wenn wir das gehackt haben, haben wir eigentlich wieder ein bisschen was an Leben. So, bitte. Ja, schlägt jetzt schon hier fehl. Aber das ist nicht weiter schlimm. Wir hacken es einfach nochmal, dann kriegen wir nochmal Schaden. Aber ich glaube nicht, dass der Schaden tödlich ist. So, wir brauchen einen, der zur Seite geht. Yo, auch nicht. Okay,
Wir müssen das jetzt schaffen, wenn nicht, sind wir tatsächlich tot. Ja, nice. Wir müssen am Anfang schon hoch. So, und jetzt? Eins ist... Nein, 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 nein! Fuck! Das ist halt so nervig. Was wollen wir hier denn noch machen? So, wir müssen halt hoffen, dass am unten einfach alles funktioniert. Wenn unten nicht alles funktioniert, funktioniert halt sonst nirgendwo was. So, jetzt wollen wir schnell einen nach oben. Und dann ein bisschen nach oben. Dann zur Seite. Jo, immer noch nicht zur Seite. Was wollen die denn von mir? Warum ist das so stressig? Das kann doch nicht sein. Das sollte doch ganz einfach sein. Puh. Jetzt müssen wir einfach ganz kurz ein paar Verbandskästen kaufen. Zurückgehen. As fast as possible. Sicherheitsalarm ist schon mal ein bisschen runtergegangen. Ach so, wir haben ja shorten Alarm. Damit ist das ja ganz natürlich, dass der auch kürzer ist. So. Die ganzen Maschinen fallen noch runter. Wir laufen noch ein bisschen was durch die Gegend. Was kriegen wir denn jetzt? Zieldummy. Oh mein Gott, das könnte sogar was bringen. Nice. Die greifen den Dummy an. Wie nice ist das denn? Das ist wirklich cool. Okay, Zieldummy kann mir wirklich was von Bots saven. So, die wird hier jetzt doch vorbeikommen. Hallo. So. Okay, das können wir jetzt hacken. Wenn wir das gehackt bekommen, Leute. Ah, jetzt leckt's. Okay. Jetzt leckt es. Okay, ich habe es tatsächlich gecallt, diese Folge. Und dann ist es wirklich gekommen. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir sind eh schon am Ende der Folge. Also müssen wir nur noch das hier schaffen. Oh mein Gott. Bitte nicht. Wir können hier noch schnell runter. Oh, yes. Danke, Lex. Ich liebe euch. Endlich mal nützlich. So. Zur Seite. Zur Seite. Jetzt schnell nach unten. Schnell irgendwie nach unten. Also was heißt schnell? Eigentlich haben wir ja alle Zeit der Welt, so wie es hier gerade aussieht. So, wollen hier nochmal. Upsasa. Eins zur Seite. Achso, da vorne ist schon der, dieser kurze. Und dann noch einen nach unten. Einen nach unten. Gibt es hier einen? Da. Perfekto. Yes. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Tut mir leid, dass hier wieder ein bisschen leckt, aber haut rein und bis demnächst. Ciao.